Okay, Toku, ich würde sagen, du solltest mal aufpassen. Boah, ich sag, wie es ist. Ich bin schon fast voll flack. Wahrscheinlich. 15 Minuten hast du noch, ohne dass ich mein Item aktivieren darf. Aber wenn ich dich finde, dann brauche ich das ja gar nicht. Lass mich erst mal aufbauen hier. Ja, komm, ich lass dir deine Zeit. Noch. Alter, ich bin mega schnell. Ich weiß nicht, ob ich dich outrun kann, aber ich nehme an schon, weil ich ultra schnell bin. Willst du sagen, du spielst unfair jetzt hier? Ja, unfair würde ich es nicht nennen. Du bist doch der Mensch. Du bist doch das Wesen an der Spitze der Nahrungskette. Ich habe schon die erste Cave, Okami. Wahrscheinlich. Dann zeig mir doch mal das Artefakt. Ich schaue es mir mal ganz kurz aus der Nähe an. Ich bin nicht schlecht vorbereitet, Okami. Also der 5-Minuten-Countdown sagt mir was anderes, Itoku. Ich bin schon full flack. Ich werde dich erwarten. Aber du wirst nicht erwarten, was ich schon alles hab. Aha, eine Lederrüstung. Und schon deine erste Eisenspitzhacke. So wird es nämlich sein, Itoku. Ach, Okami. Dann lacht er, weil ich einfach recht habe. Oder weil du im Unrecht bist. Mal sehen, wo befindet sich denn der Itoku? Die Zeit ist vorbei. Es würde mich auf alle Fälle sehr freuen, wenn du mal kurz vorbeilunzen würdest. Ach, ist das so? Hast du etwa ein paar Traps für mich vorbereitet? Das wäre natürlich ärgerlich, Itoku, aber ich will dir nicht den Gefallen tun und da reinlaufen. Also ich sag mal so, du hast dir auf jeden Fall einen guten Spot ausgesucht. Das kann man nicht leugnen, Itoku. Mir gefällt diese Einrichtung. Schön offen, ne? Die Frage ist, wenn ich dich besuchen kommen soll, warum zeigst du dich dann nicht? Ich bin gar nicht zu Hause. Und warum nicht, Itoku? Hast du etwa Angst vor mir? Nee. Nee? Hast du nicht? Nee. Ach ja, Itoku, ist das so? Hast du etwa ein bisschen Chitin gebraucht? Du kleiner Lunke! Toku. Hast du dich auf Mili geskillt? Nein. Wieso? Vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Bist du deine Flak etwa schon kaputt? Na, was los, Itoku? Wolltest du mir das Leben nicht zur Hölle machen? Itoku! Was los? So wie du wegrennst, kannst du ja nicht mehr viel Leben haben. Du bekommst den Bola ins Gesicht. Ich glaube, dafür bin ich ein bisschen zu flink, Itoku. Meinst du? Da kann jemand nicht bowlern. Was, du hast schon eine Knarre? Ich hab schon eine, ja. Toku! Stuckst du etwa? Nee, du? Wow! Kampf um Leben und Tod! Nein, lass ich hab keine Stamina! Hä? Die Schüsse gehen durch dich durch? Man nennt mich nicht umsonst die unsichtbare Gefahr, Itoku. Ich habe noch nie jemanden gehört, der dich so nennt. Da flitzt er! Was ist los, Itoku? Wovor hast du Angst? Von einem kleinen Kombi, Okami. Ich bin aber kein Kompi. Oh, habe ich dir etwa Damage gemacht? Nee. Nein! Dir? Warum bin ich da nicht hochgekommen? Oh, Itoku, wenn du wüsstest, was jetzt auf dich zukommt. Tja, hast du das Ganze denn erwartet? Oh mein Gott, Digga. Da mache ich halt deine Öfen kaputt, solange ich kann. Ja. Ich hab da keine Öfen. Save mal lieber deinen Loot. Nein, Itoku. Wie kannst du mich so easy outplayen? Guck mal, ich glaube jetzt sogar hinter dich. Bisher sah es ja noch ganz gut für dich aus, aber ich habe mich auch gerade erst warm gemacht. Weißt du noch nicht mal, wo ich hingehe? Ich weiß sehr wohl, wo du hingehst, Itoku. Wohin denn? Offensichtlich zur ersten Cave. Mr. Parachute Meister. Tja, Mr. Raptor. Was für Mr. Raptor? Ich sehe dich dahin. Wer sagt, dass ich das bin? Tja, du bist ziemlich schnell gerannt. Dass du in die Cave willst, finde ich auch ein bisschen frech von dir. Findest du? Ich habe da ein paar Probleme mit tatsächlich, ja. Wie ist es, wenn so ein Raptor dich angreift? Wie ist es, wenn so ein Raptor nicht schwimmen kann? Ein Raptor kann schwimmen.
Wie ist es, wenn so ein Itoko nicht bouldern kann? Oh, wolltest du den Pizza nehmen oder was war deine Mission, hä, Itoku? Na, Itoku, hast du langsam Panik? Nee, du? Nö. Hast du Schiss vor der Bola, die dich gleich trifft? Die mich nicht trifft, meinst du? Komm, ja! Jetzt nimm das, Itoku, stirb! No! Wie viel Leben hast du noch? Du ruhst dich da jetzt mal aus. Toku? Mach mich nicht wütend. Mach mich nicht wütend, Itoku! Ruh dich aus! Du kleiner Dreckiger! Du bist ja Fleischfresser, du magst doch Bären, oder? Itoku? Dir ist schon klar, dass je länger du das hier durchziehst, desto härter werden die Konsequenzen für dich. Ich würde die Zeit nutzen und lieber mal in die Cave rennen. Willst du nicht mal das Artefakt irgendwann aus der Höhle holen? Bin ich gerade dabei? Ich will doch nur mit dir zusammen deinen Erfolg feiern, dass du jetzt dieses Artefakt besorgt hast, weißt du? Ich freue mich ehrlich für dich. Okay, bin nur ein bisschen überladen. Was los, Itoku? Was los, Itoku? Nix, alles gut. Er rast einfach durch. Itoku, kommst du mir nicht einfach davon? Wer hat dir denn erlaubt, von mir wegzurennen? Na, was los, Itoku? Das frage ich dich gleich auch. Oh, das war ganz schön knapp. Um eine Haaresbreite ist er davongekommen. Aber jetzt wirst du von was anderem verfolgt. Das ist ja ärgerlich, Itoku, oder? Und er rennt in den Wald. Aha, interessant. Interessante Taktik, Itoku. Geht dir nicht langsam die Ausdauer aus, oder wie sieht das aus? Ich hab noch genug. Wir sehen uns dann beim zweiten Artefakt, oder? Würde ich auch sagen. Aha, Itoku, was los? Was denn? Warum bist du so flink? Oh! Na, stirbt dein Raptor schon oder wie sieht's aus? Möglicherweise aber auch noch nicht. Aber stirbt vielleicht der Schmuppamsen schon? Nein, aber der Schmuppamsen stuck vielleicht schon. Ey, komm, das hast du nicht gewonnen. Ah, ich lass dich da. Ist das so? Nein! Ich sag, wie es ist. Raptoren sind nicht feuerresistent, beziehungsweise lavaresistent. Ich hoffe, der Itoku war lavaresistent, sonst wäre es ja ein bisschen ärgerlich, ne? Und ich höre dich fliegen, ich höre dich gleiten. Kann gar nicht sein, Itoku. Doch, doch. Kann gar nicht fliegen, wie soll das gehen? Du bist safe eine Schneeeule. Oder ein Griffin. Bin ich nicht, Itoku. Kleine Itoku bildet sich wieder Sachen ein. Naja, ich bin beim Titano auf alle Fälle. Na, ich weiß. Musst du mir doch nicht sagen. Ah ja. Was versteckst du dich beim Titano, Boy? Du willst aber doch nicht einen Titano hier erschlagen, oder? Die Frage ist, willst du's? Vielleicht greift er dann auch dich an, Itoku. Vielleicht greift er dann auch dich an. Pass lieber auf, dass er dich nicht angreift. What? Was hat mich gekillt? Also Itoku, wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal lieber in die Cave laufen.
Nochmal wirst du nicht so viel Glück haben, das garantiere ich dir. Du solltest deinen Mund nicht so voll nehmen, Okami. Nitoku, ich hab dich gewarnt. Noch mehr Gnade bekommst du nicht von mir. Ich sag mal so, da wartet eine gefährliche Bestie in deiner Nähe. Und du bist noch weit davon entfernt, bei der dritten Cave zu sein. Los, Mr. Otaku. Alles gut? Wie sieht's mit deiner Ausdauer aus? Oh, alles bestens. Oh, brennt dein kleiner Raptor etwa? Ein bisschen. Oh, brennt der kleine Itoku etwa? Nee. Toku, versteckt er sich jetzt hier im Wald? Mehr als verstecken kannst du doch auch nicht, Itoku. Oh, habe ich etwa einen Raptor gekillt? Ja, Itoku, dann musst du wohl zu Fuß weitergehen. Toku, wo bist du? Ich hab mich kurz hier hochgegrabbelt. Das Problem ist, dass das Ding nicht super aktuell ist. Das ärgert mich ein bisschen. Tut es das, ja? Ja, sonst wüsste ich ja, wo du bist. Du bist viel zu klein, du kleiner Wicht. Kleine Toku, warum rennst du denn immer durch den Wald? Du weißt, dass das nicht so der schönste Platz für einen Drachen ist. Oh, Itoku. Los. Hat schön gebrannt, ne? Tut's weh? Nee. Wie ist es so, Itoku, wenn man von einem Wyvern gejagt wird? Oh, Itoku. Versuchst du dich wirklich an mir ranzugrabbeln? Ich versuch's. Kleiner nicht, Hund. Was wird das, Itoku? Wie wär's, wenn ich hier ein paar Pylakoleos angreife? Hä? Ich bin gestorben! Hä, als ob du gestorben bist. Warum solltest du gestorben sein? Du hast dich an mich rangegrabbelt. Ja, und dann habe ich losgelassen. Hat's gebuggt und du bist gestorben, oder was? Nee, ich habe losgelassen und hatte keine Parachutes, Okami. Als ob du keine Parachutes hattest. Bist du dumm? Hä, hier ist keine Leiche. Itoku, verarschst du mich? Nee. Wir sehen uns drüben, du Sackgesicht! Aber du bist noch gar nicht am Ziel, das weißt du. Und ich bin vielleicht ein bisschen schneller als du, Itoku. Du siehst mich doch gar nicht. Du musst erstmal dorthin fliegen. Oh, ich bin da, aber leider bist du zu flink. Ich sehe dich einfach nicht, obwohl ich deinen Trackpoint sehe. Ah, greift dich da etwa ein Bolovia an? Nee, nee. Itoku, es sieht aber anders aus für mich. Du hast doch nicht mehr viel Leben. Es kann doch nicht sein, dass du die ganze Zeit mit einem HP irgendwie überlebst. Und? War heiß unter Wasser oder wie sieht's aus, Itoku? Ich bin wieder trocken auf alle Fälle. Und jetzt? Immer noch. Du zündest hier Kreaturen an, die nichts dafür können. Ja, aber eine Kreatur kann was dafür und ich bin wütend, Itoku. Ich hätte dich jetzt fast gehabt. Er wollte nicht grabben. Findest du den Eingang der Cave nicht oder wie sieht's aus, Itoku? Das ist richtig. Naja. Wir haben ein Problem, Okami. Ja. Ich bin dir ausgewichen, aber du kommst hier nicht rein. Ich würde denken, Itoku hat sich ganz schön verschätzt in der Annahme, dass er diese Challenge hier gewinnen könnte. Oh, Itoku, ich dachte, du musst was spawnen. Ich schätze, es hat noch ein bisschen Zeit. Ich schätze, so viel Zeit hast du nicht mehr. Wo zur Hölle bist du? Itoku, bleib stehen! Wie kommst du denn immer davon? Ich hab dich doch erwischt.
Hoi, Toku, hab ich danke, dich etwa jetzt erwischt? Du hast mich gerade vor Fallschaden geschützt. Geschützt? Nennen wir es geschützt, ne? Ja. Na, tut's dir weh, Toku? Da kassiert aber jemand ganz schön hart. Ich hab noch gut Rüstung und Leben. Geht's? Versucht ihr wirklich an mir vorbeizurennen? Was anderes ist mir gar nicht übrig geblieben bekommen. Du bist scheiße nervig. Ach ja? Ist das so? Ja. Stirb! Wie viel hältst du aus? Und du bist scheiße flink und das regt mich auf! Kämpf mit ihm. Kämpf du doch mit mir, Hitoku. Ja, Hitoku, stirb! Ja, nix mit aktivieren! Das kannst du gewaltig vergessen! Stirb! Bist du? Stirb, Hitoku!